Kann es sein, dass wir in Deutschland den allerersten Rucksack erfunden haben? Tatsächlich ist einer der ältesten Funde eines Vorläufers des heutigen Rucksacks aus Deutschland. Denn bei der Gletschermumie Ötzi, die aus der Jungsteinzeit ca. 3300 vor Christus stammt, fand man eine sogenannte Kraxe. Das ist so eine Rückentrage, auf der verschiedenste Gegenstände transportiert werden konnten. Man muss aber dazu sagen, dass in den kommenden Jahrhunderten auf der ganzen Welt ähnliche Konstruktionen gefunden wurden. Allerdings ist so ein moderner Rucksack eine erstaunlich neue Erfindung. Erst im 18. und 19. Jahrhundert konnte man durch verbesserte Materialien und Herstellungstechniken Rucksäcke entwickeln, die dem heutigen Rucksack ähneln. Allerdings wurden diese Rucksäcke primär als praktisches Werkzeug für Soldaten, Händler, Reisende oder Entdecker gesehen. Die Dinger waren einfach super praktisch. Man hat seine Hände frei und kann Ausrüstung und Vorräte über weite Distanzen tragen. Die breite Bevölkerung setzte allerdings immer noch lieber auf Koffer, da sie durch den harten Rahmen einen höheren Schutz für Gegenstände boten und eine bessere Organisation erlaubten. Zusätzlich waren Rucksäcke in dieser Zeit in manchen Kreisen sogar verpönt. Wie, du benutzt einen Rucksack? Du musst von der Arbeiterklasse sein. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als Freizeitwanderungen und Backpacking beliebter wurden, erhielt der Rucksack seinen Einzug in die breite Gesellschaft. Bis heute so ziemlich jeder einen Rucksack als täglichen Begleiter hat.